Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute für euch einen neuen Farming-Job. Und zwar die Orange. Ja. Ja, so sieht das gute Stück dann auch aus. Und ich würde sagen, wir ja, farmen uns hier erstmal ein wenig full. Und ja, genau. Und gehen zum nächsten. Und das befindet sich halt hier oben, ne? Auch gleich mit dem Blip markiert. Eine machen wir kurz noch. So, kommen wir zur Verarbeitung. Dazu gehen wir dann hier einfach auf den Blip und gehen einmal runter. Da haben wir auch die Verarbeitung und den Verkauf. Ne? So, zack, markieren und da tippen wir uns kurz einmal hin. Und hier können wir das Ganze dann auch verarbeiten. So, als nächstes gehen wir zum Verkäufer. Denn wir wollen das Ganze ja jetzt auch noch verkaufen. Das heißt, zack, markieren und wir TP'n uns einmal dahin. So, und hier können wir das Ganze dann auch wiederum mit einem Klick alles verkaufen, was wir verarbeitet haben. Und so haben wir jetzt auch unseren Lohn bekommen. Gut, ja, dann kommen wir auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, einfach herunterladen, einmal auspacken. Dann haben wir diesen Ordner hier. Und hier kopieren wir uns schon mal den Namen raus und gehen dann anschließend in FileZilla rein, gehen in den Resource-Ordner. Und wenn ihr das Ganze ein bisschen professioneller machen wollt, dann gehen wir natürlich auch noch, erstellen wir uns den Job-Ordner oder einen Farming-Ordner zusätzlich und packen dann diesen Farming-Job dann einfach hier rein. Und gehen dann zurück in die Server-CFG oder in die Extra-CFG, je nachdem. Und das Ganze können wir dann einfach hier starten mit in Search, Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen hier hinter eintragen. Danach müssen wir das Ganze noch einmal abspeichern und übernehmen. Und jetzt müssen wir noch einmal in diesen Ordner rein. Und hier befindet sich die SQL, die wir gleich brauchen. Ja. Hier kopieren wir uns das Ganze einmal raus und fügen das Ganze hier einmal ein. So, als nächstes gehen wir in die Datenbank. Wenn wir dann hier angekommen sind, klicken wir hier einmal auf den Datenbanknamen, damit sich alles aktualisiert, und gehen auf Importieren, wählen dann die Orange SQL aus, zack, und gehen auf Öffnen und klicken dann nur noch hier auf OK. Wenn ich das hier mache, dann wird es gleich einen Fehler geben, weil wir die Items ja schon bereits registriert haben. Ja. Gut, dann wieder zurück. So. Gut, Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate